Hallo und willkommen zurück zu BioShock Infinite. Wir sind jetzt hier in diesem kleinen Räumchen und haben dieses Jockey leider nicht gefunden. Dieses Jockey haben wir leider nicht gefunden. Das ist doof. Kannst du das knacken? Sieht einfach aus. Vielleicht im Safe ja was. So. Oh, aber in den Safes ist echt viel Geld drin. Ne? Das ist gut. Was machen wir jetzt? Ist das Slade? Er ist hier. Aber wo ist er? Hier lang. Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Das ja. Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein! Er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft. Das muss doch nicht sein. Junges Fräulein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Oh nein, was ist jetzt los? Nein, verdammt. Verdammt. Ah, Mann. Mann. Du bist nicht der Bugatti, mit dem ich habe. Blechmann! Wo ist der? Ah, oh, Mann. Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon, David. Enttäusche die Jungs nicht. Nochmal. Oh, nö. Bitte. Gut. Oh.
Mann. Erstmal alles in euch suchen. Zeig mir, was du kannst. Erstmal alles durchsuchen, meine ja. Meine Männer und ich sind verloren. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Slate Bunny besiegen. Dann werden wir das auch mal machen. Das müsste hier irgendwo sein, nehme ich mal an. Wo könntest du sein, Slate? Tja, war wohl nichts, was. Aber ich begehe mal eben leicht die Schändungen. So. Slate, komm mal her. Ja, wenn ich wüsste, wo es ist. Wow. Noch nicht fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Nehme das, Jockey. Yay! Press Jockey. To shoot the bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Faszinierend. Yay! Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Uns töten? Schneller als du dir vorstellen kannst. Entschuldigung. Amigale verschluckt. Mist. Moment, ich hab mich gerade eben verschluckt, ey. Boah. Okay, es geht wieder. Ich habe mich nur gerade verschluckt, als ich was getrunken habe. Hätte nicht passiert, erwartet, dass es während der Aufnahme passiert. Oh Mann. Ah. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Boah. So, gehen wir mal weiter. Puh. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Nettes Mädchen. Boah, ey, es kommt mir jetzt an, dass ich mich jetzt während der Aufnahme verschluckt. Boah. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Oh, Mann. Das geht jetzt wieder. Ich bekomme wieder Luft zum Atmen, Gott sei Dank. Gehen wir einfach weiter. Wo ist der? Munition, hier! Bitte sehr! Schön! Oh, der Kleintyp, wo ist der? Oh, geschafft. Oh, Mann. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben.
Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Gehen wir aber weiter, okay, Mädel? Wir haben noch eine Mission abzuschließen. Wir müssen weg von hier. Wow. Okay. Ups, falsch. So geht das. Na, verlass jetzt mal die Hall of Fame. Oh, es kotzt mich jetzt so an, dass ich jetzt während der Aufnahme so doll husten musste. Und es tut mir so furchtbar leid. Ich weiß auch nicht, woher das kam, dass ich mich verschluckt habe. Mann. Öffnen. Geht klar. So, mach einfach die Typen jetzt fertig. Dauert noch ein wenig. Bitte sehr. Danke dir. Das ist echt mal so eine schlimme Sache, wenn man während der Aufnahme gerade husten muss oder was kotzt mich ja an, ey. Und es tut mir so furchtbar leid, dass das während der Aufnahme passiert ist. Aber ich hätte nicht damit erwartet, dass ich während der Aufnahme husten musste. Booker, hier! Perfekt Nein! Oh. Na, ich wollte aufs... Mann! So. Wo ist denn der? Da hoch, ne? Jawohl! Wo lang? Ach so, da lang. Hier oben lang. Wo lang denn? Aber erstmal muss ich das ja loswerden. Ach man. Diese ganzen scheiß Kisten nerven mich gerade hier tierisch. Ah. Wie kann man denn die Kisten hier loswerden? Hm.
Okay. Ah, was ist mit der Taste, was ist denn mit der Steuerung los hier? So. Du wirst hier sterben! Yay, runter. Ah, da lang. Na komm schon. Wo ist Elisabeth? Wo ist Elisabeth? Hey, wo ist sie? Da lang. Habe ich jetzt irgendwie zurückgelassen oder was? Ach, da ist sie ja. Aufgepasst, Patriot! Wo? Gnade! Sache des Herrn! Prima! Was du hast, habe ich auch. Ich habe ja auch wohl hier, gut aufheben. Hier. Danke. Perfekt getan. Oh Mann. Wir müssen wieder runter. Boing. Na, Süße. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen, und dem, was ist. Hm, okay. Was auch immer. Lieber einfach mal weiter. Da lang. Ah, da unten. Wohin? Darunter. Jawohl. Dann Abmarsch. Juhu! Achterbahn fahren. Da, der da. Schon dabei. Hey, wo ist sie jetzt? Ah, da lang. Moment. Und da lang. Ja. Moment! Sind doch hier richtig. Ah!
Und wie? Ah, da. Und zack. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elisabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Comstock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Hä? Wo ist er? Was zum... Vorsicht, Raketen! Wo? Da. Ah, Mann. Ich hab ihn aus den Augen verloren. Wow. Will ich wegkommen von hier? Ja? Aha. Mein Gott, wie steuert man dieses Ding hier? Jawohl. Ah, Mann. Ich verfehle nie mein Ziel. Vater, hier! Perfekt getimt. Okay, ich sag heute extrem wenig. Es tut mir leid. Patriot! Wo? Wow. Ist okay, Elisabeth. Ist okay. So, Elisabeth? Kein Problem. Kein Problem. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt hier rein. Hier rein, mein Schatz. So, jetzt betätigen wir dieses Ding mal. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden.
Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Tut mir leid, Schatz. Wir sind ja fast da. Ah. Na, gefällt dir mein mächtiges Ding? Jawohl, wir sind angekommen. Gehen wir einfach an Bord. Wir haben es geschafft. Alle sind tot. So. 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 Knöpfchen drücken. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Wir sind einfach nur an Bord. Yay. Wir sind angekommen. Was trinke ich? Ich brauche mehr Salz. Jawohl. Genau das, was wir jetzt brauchen. Die Tür ist zu. Nehmen wir mal alles, was da liegt. Und hauen ab von hier. Bereich verlassen. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Hey, Elizabeth, ist... Alles wird gut. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Autsch. Das war fies. Das war wirklich fies. Ich hoffe, sie sind nicht allzu böse. Oh, Elizabeth. Und sie hat mich alleine gelassen. Au! Hey, was soll denn das? Oh, Scheiße! Was zum... Das ist feiner. Frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy?
In Person? Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Autsch. Und damit beende ich den Part von Bioshock Infinite, auch wenn es ein bisschen zu lang war. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen und wir sehen uns morgen wieder. Und es tut mir leid, dass ich so viel husten musste während der Aufnahme. Bis dahin, bleibt mir gewogen und ciao. Und warum sollte